Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe es wieder getan. Ich habe mir ein neues Dimensions gekauft. Es war eigentlich nicht geplant, aber ich habe bei Amazon so eine Wunschliste oder so eine Merkliste und da war das Bild reduziert von 27 auf 22 Euro und da habe ich gedacht, dann schlage ich doch mal zu. Ja, das ist das Motiv. Das gefiel mir richtig, richtig gut, vor allem von den Farben her, weil es gibt in dieser Farbkonstellation so ja noch drei andere Motive, die ich mir gerne noch irgendwann mal dazu holen möchte. Und ja, dann packen wir das gute Teil mal aus. Boah, das ist aber auch immer arg. Nee, das kriege ich so nicht auf. Ja, gestickt wird auf 14 Count AIDA. Finde ich mal ganz was Neues auf einem beigefarbenen Stoff. Habe ich vorher noch nicht gehabt. Was haben wir hier? Ach, hier ist nur eine Pappe drin. So, dann schauen wir mal. Also, das Bild ist designt bei Fabrice de Villeneuve. Ja, Roses on a White Chair. Ja, weiß ist jetzt relativ, aber ja, ich muss mir meine Brille aufsetzen. So, also gestickt wird für uns Account. Ja, AIDA in Beigefarben, Nadel und Instruktion ist dabei. So, also das ist der Stoff. Er ist auch ja, relativ hart, aber ich habe mir jetzt schon bei den anderen, wenn man sich das so ein bisschen aufrollt und dann so ein bisschen ja, sich den Stoff so knautscht, dann wird der eigentlich relativ schnell weich. Und wenn ihr das dann von der anderen Seite auch nochmal macht, so ein bisschen aufrollen. Und ich habe auch gemerkt, dass man diesen Stoff tatsächlich so nach dem Waschen, obwohl ich habe meinen anderen Stoff nicht gewaschen, ich habe den eigentlich nur so ein bisschen in Shampoo-Wasser gelegt, aber man kriegt den wirklich nicht mehr komplett gerade gebügelt. Also das ist schwer. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn jemand so privat einen Mangel hat zu Hause oder so, ob es dann anders ist, aber so ist es, also habe ich es jetzt so für mich festgestellt, dass es denn, also man merkt es jetzt schon, dass es ja schon wesentlich weicher ist, geschmeidiger und naja, und glätten tut es sich später sowieso, aber ihr merkt schon, dass es, also es ist schon wesentlich angenehmer. So, dann falte ich mir das gute Stück nochmal zusammen. So, was haben wir dabei? Ja, ah, hier ist die Nadel. Die Anleitung ist wie gehabt. Werde ich mir dann wahrscheinlich wieder zusammenkleben. Ich habe das bei meinem letzten Bild auch so gemacht, dass ich mir das ausgeschnitten habe und dieses und habe das dann zusammengeklebt. Und diese Seiten auch. Das werde ich jetzt auch mal machen. So für mich alleine und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, also ich habe mir das jetzt ausgeschnitten, habe mir das zusammengeklebt. Was ich jetzt hier hinten weggeschnitten habe, das ist eigentlich nur die Anleitung. Und ja, hier hat man nochmal ja, Bündel 1, Bündel 2, also ja, es ist einmal Karte 1, Karte 2 und von den Nummern her ist es sowieso irrelevant, weil es sind keine DMC-Nummern, das sind irgendwelche Farbcodes. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo so eine Liste gibt, ja, wo diese Farbcodes denn stehen und man eben diese DMC-Nummern daneben hat, aber ja, es ist also eigentlich jetzt nichts Wichtiges, was ich da weggeschnitten habe. So habe ich mir das jetzt zusammengeklebt und habe dann
alles beisammen, muss nicht immer auf meine Legende zurückgreifen oder auf mein Bild, nicht immer drehen und wenden. Hier habe ich es auch. Ich habe es nicht mit Tesafilm, sondern mit Bastelkleber zusammengeklebt. Bei Tesafilm hat man ganz oft, dass sich das so ein bisschen verzieht. Und so mit dem Bastelkleber kann man es wirklich genau auflegen. Hier müsst ihr, wenn ihr es zusammenklebt, ihr habt hier immer so ein bisschen, ich muss mal gucken, ja, hier könnt ihr es noch ein bisschen sehen, dass sich das überlappt. Also da müsst ihr dann schon drüber kleben, sonst sticht ihr das oder stickt ihr das ja dann doppelt. So, also hier ist dann mein Kreuzchen. Also hier habt ihr immer die dicken Pfeile, das heißt, da ist jeweils die Mitte. Also muss ich mir die Mitte hier in der Mitte selber raussuchen. Das ist hier drinnen nicht verzeichnet. Oder ich muss mal gucken, ob da doch irgendwas steht. Nein. Also die Mitte müsste man sich dann ja selber raussuchen. Ja, das war das eine. So, jetzt schauen wir mal nach den Farben. Also wir haben ziemlich gedeckte Farben hier dabei. Ja, von Grün, das ist so ein, ja, so ein schönes, ja, das ist so ein Goldbraun, ganz schön. Hier so ein schönes Altrosa, hier so ein blasses Pink, hier so Brombeerfarben, ja, so ein bisschen Braun, so bräunlich-rot. Das ist so ein ganz dunkles Olivgrün, was wir hier haben. Also ich muss sagen, so mit den Fäden, ich finde die immer extrem lang. Aufgeschnitten sind sie unten schon. Aber ich finde, wenn man diese langen Fäden rauszieht, dass sich doch das arg schnell vertütelt. Also ich werde mir das dann auch flechten. Aber bei meinem anderen Bild habe ich gemerkt, so dass das nicht so sonderlich viel bringt, ob man das nun flechtet oder nicht. Weil also man muss tatsächlich auch immer einen Faden ziehen. So bei zwei Fäden hat man gleich ein starkes Gewurstel. Und so muss man sich die Fäden dann auch erstmal auseinander frummeln, weil die vertüdeln doch, wie ihr seht. Also hier unten hat man so gleich dann so ein Gewusel. Also die muss man sich erst schön ordentlich hinlegen. Ja, das war das eine Bündel. Und hier haben wir das andere. Ja, hier haben wir auch noch mal so ein paar Rosatöne. Weiß. Das sieht fast so aus wie das andere. Das ist wie so ein, ja, so ein dunkles Gelb mit so einem Schuss Gold, würde ich mal sagen. Hier ist ein helles Gelb. Dann haben wir Braun. Dann haben wir, ja, das ist so ein ganz, ganz dunkles Braun. Dann haben wir tatsächlich ein Strängchen Blau und so ein bisschen Grün dabei. Ja, hier genauso. Also ihr seht, ich habe das so rausgenommen und man sieht schon, dass es, also dadurch, dass die Fäden sehr lang sind, also muss man sich die wirklich vielleicht mit den Fingern so mal so ein bisschen durchgehen. Und ja, also sie sind, finde ich, sehr lang. Ich bin ja ein Fan von längeren Fäden, aber so finde ich das denn doch angenehmer, also wenn die Fäden dann halb so lang sind und man sie sich dann schön mit der Schlaufe dann rausziehen kann. Ich weiß nicht, ob ich das hier dran lasse oder ob ich mir das tatsächlich mal auf so einen anderen Garn-Organizer raufziehe. Aber das überlege ich mir noch. Ja, das sind auf jeden Fall die Farben und die Garne. So, jetzt schauen wir mal. Also Stoff müsste so liegen. Wir haben eine Größe von 14 x 11 Inch, das heißt 35,5 x 27,9. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Mein Hund, der hat mir gerade meine Tür aufgemacht. So, also wie gesagt, ich habe 35,5 mal 27,9 ist die Bildgröße. Jetzt gucke ich mal vom Stoff, was wir da haben. Also das wäre 30. Also ich habe 46.
ist die Hälfte 23. So, und von der Höhe brauchen wir 27,9. So, also ihr seht, wir haben jede Menge Rand an den Seiten. So, 38, 15, 19. So. So, jetzt gehe ich hier lang. Und hier auch hoch. Ich hätte es mir auch viermal knicken können, dann hätte ich auch meine Mitte. Aber so habe ich es. Also ihr könnt es so machen oder ihr knickt euch das einmal in die Länge. Ihr müsst aber dann schön sehen, dass es dann schön übereinander alles ist. Und dann knickt ihr es euch noch einmal nach oben und drückt es dann hier ordentlich fest und dann wäre da auch eure Mitte. Aber so habe ich mir mein Kreuzchen gemacht und dann weiß ich, wo meine Mitte ist. So, dann schaue ich mal hier. Also ich kann hier hochgehen. Also das bei den Dimension ist das immer schön, dass die Mitte auch genau mit so einem 10er-Raster-Kästchen abschließt. Und hier ist es genauso. Das ist immer ganz gut, denn braucht man eigentlich nur rüberfahren. So, da sind wir. Dann wäre hier meine Mitte. So. Ja, ich würde mir jetzt so ein bisschen Raster einzeichnen und wäre dann gleich wieder bei euch. Ja, mein Raster habe ich mir jetzt vorgemalt, also zumindest erstmal in der unteren linken Hälfte, weil ich hier anfangen möchte. So, meine Garne habe ich mir auch schon ein bisschen zusammengeflochten. Also ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr lang und unten, ja, ist ein bisschen Düdelkram, aber ich glaube, das lässt sich bei der Länge auch nicht vermeiden. So, ich bin kein Fan davon, in der Mitte anzufangen. Deswegen werde ich mir das jetzt hier mal abziehen. So, hier ist meine Mitte. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Plus 2, 4, 6, 8. Also 2, 4, 6, 8. So, und nach unten haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 2, 4, 6, 7, 2, 4,
sieben. Zwei, vier, sechs, sieben. So, jetzt gehe ich mir auch hier einmal lang. Und hier auch einmal lang. So. Und jetzt würde ich unten links anfangen und hier würde ich rein theoretisch, ups, so könnte das ja doch so, doch seht das. Hier würde ich mein erstes Kreuzchen machen. So, von den Stichen her ist es bei Dimensions so, dass ihr mit einem Faden stecht oder stickt und tatsächlich ab und an, ich muss mal schauen, also das Höchste, was ich habe, ist mit 5 Fäden. Also hier habt ihr die ganzen Kreuze, da steht auch die Anzahl mit 3 Fäden. Oh, das hatte ich auch noch nicht. Also ich habe tatsächlich, tatsächlich auch ein ganzes Kreuz mit 3 Fäden. Und hier die halben Kreuze, hier ist tatsächlich eins mit 5, dann mit 3, 4, 3, hier nur mit 1. Tatsächlich nur einen Faden. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist jetzt zum Beispiel kombinierte Farben zusammen. Die 4 mit 2. Ach so, okay. Das ist ein dieselbe Farbe, aber einmal nur mit 2 und einmal mit 3 Fäden. Oder sind das 2 Farben zusammen? Nee, das kann nicht sein. Nee, ist nur eine Farbe. Hier habe ich jetzt zum Beispiel gar keine Farben dahinter, gar keine Anzahl der Fäden dahinter. 1, 6, 2, 6, 4. Ach so, das ist nur. Also da wird wohl mit halben Stichen gar nichts gemacht. Also hier zum Beispiel habe ich das ja, helle Grün und ein helles Beige, muss ich jeweils einen Faden nehmen. Also das sind so kombinierte Farben. Hier wie das dunkle Pink und Beige, jeweils zusammen einen Faden mit halben Kreuzen. Hier ist ganze Kreuze. Hier ist wieder, hier muss ich davon einen Faden nehmen, davon 2. Wird aber dann auch nur halbe Kreuze gemacht. Und hier haben wir die Backstitches und hier haben wir die French Knots, die werden mit 3 gemacht. Was das hier? Das heißt wahrscheinlich, dass das nur für zum Kombinieren ist, diese Farben. Ja, da stimmen die Nummern auch überein. Details only. Ach, das ist wahrscheinlich die Knötchen. Lass mal schauen. Aber ich sehe hier irgendwo gar keine Knötchenstiche. Schwarzer Punkt.
Also ich habe hier tatsächlich überhaupt nirgendwo schwarze Punkte. Da bin ich jetzt auch überfragt. Also das weiß ich jetzt auch nicht. French Knot. Schwarzer Punkt. Ach doch, hier zwischen. Hier sind so vereinzelt ein paar. Und hier oben. Ein, zwei. Also Details only, da meinen die mit die French Knots 12306 Yellow Orange und das ist dann hier der Knotenstich. Also und diese Farben, die werden tatsächlich immer nur kombiniert, was hier zusammensteht. Das sind diese Farben, da stimmen die Farbnummern überein, weil tatsächlich wird hier überall irgendwas gemischt. Das hat dann so ein bisschen, ja, mehr Effekt, denke ich mir mal. Gut, ja, dann werde ich mir jetzt ein Stückchen, also ich nehme mir immer mein Tablet und fotografiere mir das ab. Dann habe ich auch die Möglichkeit, das Bild ein bisschen größer zu machen. So, und das mache ich jetzt mal. So, ich habe mir jetzt meine untere Ecke als Foto auf mein Tablet gezogen. So habe ich die Möglichkeit, das auch ein bisschen größer zu machen und dann auch so, dass ich wirklich so, wenn ich möchte, so in 10er Rastern arbeiten kann, dann kann ich mir das immer so hinschieben, wie ich das gerne möchte. Ich hatte mal versucht, das auf den Pattern Keeper zu ziehen. Das hat tatsächlich nur bei einem Bild geklappt, weil man muss sich dieses Raster selber zurechtziehen und also das hat nicht geklappt. Das war nicht so hundertprozentig. Ja, ich möchte das jetzt auch wohl gerne mit euch anstecken wollen. Wo habe ich denn meine Nadel? Ja, die Nadel ist so eine, die hat ein ziemlich dickes Öhr. Es ist schade, dass die nicht zwei Nadeln beipacken, weil man hat doch immer viele Backstitches bei den Dimensions-Bildern und ich finde es sehr schwierig, mit so einer dicken Nadel die Backstitches zu machen, weil man doch schon einiges an Garn in den Löchern hat und dann noch mal mit einem Faden denn da durchzuwuseln, finde ich nicht so schön. Also ich würde die jetzt nehmen zum normal zum Sticken, aber für die Backstitches würde ich dann mir tatsächlich eine kleinere raussuchen. Ja, meine erste Farbe wäre dieses Symbol. Also das sind halbe Stiche und wird vierfädig gestickt. Ich habe mir die Fäden jetzt so lang gelassen und habe mir hier unten einen Knoten reingemacht, sodass ich die Möglichkeit habe, auf der Rückseite mit der Schlaufentechnik zu arbeiten. So, jetzt hole ich mir mal einen Rahmen. So, und setze mir den auch so an, dass ich in der Ecke hier anfangen kann. Hier kommt es ganz gut hin. Na, ich muss ein bisschen weiter rüber. Ich habe immer so einen kleinen Schraubzieher. Halt mir mit dem einen Finger die Schraube immer so ein bisschen fest und mit der anderen drehe ich. So, ich ziehe mir das immer noch so ein bisschen
an der Seite durch. Hier auch. Hier kann ich tatsächlich nicht strammer machen, weil ich sonst den nicht so richtig einspannen kann. Aber das ist schon eine ziemlich kleine Größe und dann, sobald ich die Ecke hier fertig habe, kann ich mir den versetzen und dann kann ich mir den auch richtig einspannen. So, mein erster Stich wäre hier, wird mit einem halben Stich gemacht. So, ich habe ja meinen Knoten auf der Rückseite und da ich vier Fäden habe, kann ich mir das so direkt in der Mitte einmal durchpieken, also jeweils durch zwei Fäden durch. So, und dann sitzt das. Und der Knoten, der stört hinten ja nicht sonderlich. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe 10, 12, 14. So, den Knoten könnt ihr mit dem Zeigefinger oder so ein bisschen zur linken Seite drücken, damit ihr euch die einzelnen Fäden nicht wieder hochholt. Und dann geht das ganz gut. Ich muss mal gerade gucken, ich glaube, ich gehe noch einen rüber, sonst haut es mit meinem Raster gar nicht hin. 2, 4, 6, 8. Moment, da muss ich noch mal gucken. Doch, war alles richtig. Denn ich habe hier, ups, halt, so. Ich habe hier tatsächlich nur 9. Also dieses letzte Kästchen ist kein 10er Kästchen, sondern nur ein 9er Kästchen und ich habe 8 Stiche. Deswegen war ich so ein bisschen irritiert, aber ist alles richtig. Ja, unser Wetter ist heute nicht so berauschend, weil so die Tage, wo so schönes Wetter war, habe ich mich denn nachmittags tatsächlich rausgesetzt und an meinem Holzkranz so ein bisschen gestickt. Aber immer nur so ein bisschen. Ich bin auch noch nicht so besonders weit. Ich war auch ein bisschen faul in den letzten Tagen. Also nicht so viel gestickt, weil bei uns im Garten, wir hatten ja diesen Sturmschaden. Da ist ja mein ganzer Zaun im Moment noch weg. Wir haben jetzt erst, muss ich sagen, jetzt erst nach mehrmaligen Nachfragen Bescheid bekommen, dass wir den Zaun reparieren lassen können. Also den können wir jetzt Montag anrufen, dass der Zaunbauer oder Schlosser oder was das da ist, jetzt ja die Teile bestellen kann. Also es hat wirklich bei unserer Versicherung sehr, sehr lange gedauert, weil bei meinem Schwager im Garten, die hatten auch einen Zaunschaden. Da ist also eine Seite auch komplett weg und eine Seite war, da ist ein Baum raufgekracht auf den Zaun. Und der ist tatsächlich zu seiner Versicherung gegangen und hat direkt vor Ort das Okay bekommen, dass er das heile machen lassen kann. Ja, und bei uns hat es jetzt wirklich tatsächlich ja, 4 Wochen gedauert. Und das finde ich schon, ist eine lange Zeit. Na, auf jeden Fall, ich komme schon wieder vom Thema ab, haben wir ja auch einen Dachschaden, also ja, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Dach. Da war ja so eine Stelle, die wurde vom Dachdecker ja so notversorgt, hätte ich bald gesagt, das wurde geklebt. Naja, und jetzt haben sie halt angefangen und dadurch habe ich auch bei mir im Garten so ein riesen Gerüst stehen.
Und ach, da ist es jetzt nicht so besonders gemütlich im Garten zu sitzen. Aber naja, hilft alles nichts. Jetzt wird es gemacht und ja, dann kann es endlich im Garten auch losgehen. Ich habe wirklich tatsächlich noch überhaupt nichts gepflanzt im Garten, weil es bringt einfach nichts. Weil ich habe vorne nur dieses kleine Stück, wo der Zaun noch heile ist, wo ich meine Hunde dann mal rauslassen kann. Und wenn ich da jetzt irgendwas pflanze oder ja, das wird mit sofort zerpflügt. Das hat nicht großartig Sinn. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich sticke jetzt für mich ein bisschen weiter und schalte euch dann dazwischen nochmal dazu. Dann bis später. Ja, ihr Lieben, so weit bin ich bis jetzt gekommen. Also es ist die kleine Ecke. Es ist natürlich mit halben Stichen, das schafft natürlich eine Menge. Deswegen sind die Dalmatian-Kids wahrscheinlich auch so beliebt, weil man doch schnell einen Erfolg sieht. Ja, hier ist nochmal das Bild komplett. So schaut's aus. So soll's aussehen, wenn es fertig ist. Ja, freue ich mich. Passt in meinen schönen neuen Flur. Ja, ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Das nächste Video wird tatsächlich erst Ende des Monats von mir kommen. Da zeige ich euch, was ich so in den letzten, ja, quasi anderthalb Monaten gestickt habe, wie weit ich mit meiner C-Diva jetzt bin. Dann habe ich noch ein paar Sachen, die ich aussortiert habe, die ich gerne verschenken möchte. Also ich werde das dann in Form einer Verlosung machen. Ja, also, wenn euch mein kleines Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun, damit er dann auch das nächste Video nicht verpasst. Aktiviert das Glöckchen und dann seid ihr auf alle Fälle mit dabei, wenn ich meine Sachen weggeben möchte. Zumindest das, wo ich selber für mich denke, dass ich das sowieso nicht machen werde. Ja, es ist jetzt noch relativ früh am Morgen. Wir haben es jetzt 10:30. Der Tag soll vielversprechend werden, aber es ist doch ein bisschen windig und der Wind ist ein bisschen kalt. Naja, schauen wir mal, was der Tag bringt. Ich wünsche euch einen fantastischen Sonntag und bis ganz bald. Eure Silke. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.